denn los? 4 Tage ohne Kohlenhydrate, Blutzuckerspiegel ist im Keller unten. Da geht es den 4. Stock hoch, wieder runter. Das ist unglaublich. Ups, ohne Zucker ist kein Spaß. Also ohne Zucker bitte, ohne Kohlenhydrate. Nicht purer Zucker. Aber so ist es halt, wer vorne mitspielen will, der muss halt auch ein bisschen leiden. Jetzt 2 Fragen. Bei was vorne mitspielen und warum 4 Tage ohne Kohlenhydrate? Ja. Ich glaube, du hast denen was zu sagen. Mhm. 2013 bin ich das letzte Mal auf der Wettkampfbühne gestanden. Boah, ich krieg ja Gänsehaut. Scheiße. Und ja, am 2. August 2019 habe ich mich spontan entschieden zu sagen, alter Sack, kannst du noch, hast du noch drauf. Und ja, und jetzt stehen wir hier. Und in, lass mich überlegen, wir haben jetzt gerade 9:30. Das sind in 8,5 Stunden, werde ich wieder auf der Bühne stehen. Und dann schauen wir mal, was der alte Sack noch kann. Und deswegen keine Kohlenhydrate entladen, Kohlenhydratspeicher entleeren. Müsst ihr euch so vorstellen, das ist der Kohlenhydratspeicher in Form von Muskel. Also der ist so, jetzt wird er entleert. Alle Zuckerspeicher entleeren, vorrangig den Muskelzuckerspeicher. So, und dadurch zieht sich der Muskel zusammen, weil das Muskelglykogenlager ist ja auch gefüllt mit Wasser, weil Kohlenhydrate können nur mit Wasser eingelagert werden, 4:1. 4 Anteile Wasser, 1 Anteil Zucker circa. So, jetzt entleerst du das komplett und der Muskel schrumpft komplett zusammen. Du hast keinen Zucker mehr und entsprechend fühlst du dich scheiße und der Körper sieht dann auch nicht so toll aus, du bist halt zusammengeschrumpft. Und dann kommt der Punkt des Aufladens. Und wenn ihr jetzt mein Gesicht anschaut, dann stellt ihr fest, wenn es ums Aufladen geht, werden die Augen größer, weil da gibt es wieder Futter, unser Kohlenhydrat. Das bedeutet, dass dann der Muskel, das sich öffnet, Kohlenhydrate einlagert, Wasser einlagert, größer wird, die Haut spannt und dann on point auf der Bühne geil aussieht. Das ist so beim Batman-Auto, ist es so, dass eine direkte Verbindung zu mir, zu meiner Seele. Und wenn ich näher komme und im Bereich bin von 5 Meter, dann geht er an und begrüßt mich. Ups. Und wo fahren wir denn jetzt hin? So, jetzt geht's in die Halle. Zum ersten Mal? Nein. Doch. Echt? Sind wir zum ersten Mal? Ja. Frag mich nicht so komplizierte Sachen. Ich bin froh, wenn ich meinen Namen noch weiß, wie ich heiße. Ja, wir fahren jetzt natürlich das erste Mal in die Halle, um zu gucken, wo ist was. Wo ist was? Und vor allem natürlich ganz klar, wichtig, das ist wie in der Wildnis. Man muss sich gleich seinen Platz behaupten, denn es kommen an die 200 Athleten. Und das bedeutet, dass da natürlich jeder sein Plätzchen braucht zum Hinlegen, Füße hochlegen. Das ist wichtig wegen der Blutzirkulation, wegen Wasser. Und dann sollte man sich auch mal anschnallen, wenn es geht. Und deswegen fahren wir jetzt gleich hin und da werde ich mir gleich meinen Platz belegen. Da ist meine Tasche mit dabei, mein Teppich mit dabei, meine Folie, meine Matte zum drunterlegen und ganz wichtig, Tubes zum Warmmachen. Sind wir da hergekommen? Nee, geradeaus, oder? Geradeaus. Ja, Tubes sind wichtig. Und was auch wichtig ist. Spaß! Jetzt machen wir zu weit gefahren, oder? Nein. Doch, wir sind zu weit gefahren. Doch, ja, scheiße. Ach, das macht nichts. Im Camaro kam. Oh. Nein. Ja, fahr mir nach. So. Haben wir nicht zu viel Gas gegeben. Gerade mal eine Kreuzung vorbeigeschossen. Wo 6,5 Liter drauf steht, ist 6,5 Liter drin. So, jetzt machen wir vernünftig. Langsam. Geht eh nicht schnell. Da vorne ist 800 Jahre altes Kopfsteinpflaster. Das sind schon die Ritter drüber geritten. So, jetzt gehen wir mal zum Athletenbereich. Da gibt es eine Besonderheit.
Und das ist diese Folie hier. Und Malerfolie. Wisst ihr warum? Weil wir nachher kackbraun sind. Und wenn du kackbraun bist und du läufst entlang, hast die Hände dran, dann darfst du komplettes Gebäude frisch streichen. Das gab es schon mal. Da waren natürlich solche Sachen nicht gut gemacht und dann waren die Wände versaut. Und das ist kein Spaß. Deswegen ist alles hier. Alles, guck mal, aber richtig gut gemacht. Alles, dass keine braune. Ach, noch mal kommt, noch was. Kloschüssel abgeklebt. Ja, das ist echt so. Das kriegst du, diese braune Farbe kriegst du nicht mehr raus. Deswegen, also muss man sagen, alles safe hier. Heißt, entweder 2 Wochen am Strand oder einmal. Oder einmal komplett Dampfschwan. Die müssen dann hinter die Bühne wahrscheinlich. Da kommt da warten wir mal, bis da drin liegen. Eingang zur Bühne, aha. Da ist der Zugang zur Bühne. Und jetzt gehen wir davon aus. Da geht's hoch. Genau, hier geht's hoch. Hier geht's hoch. Und hier. Okay. Aha. Ist auch nochmal Aufenthaltsbereich. Hallo. 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 Hier ist auch nochmal Aufenthaltsbereich. Hier sind die Ballerinas. Da gehöre ich nicht dazu. Noch nicht. Ich arbeite dran. Und jetzt gehen wir noch auf die Bühne. Alter, da schwitzt aber jemand. Also du musst da auch mal mitmachen. Hier geht's raus auf die Bühne. ja, jetzt ist mal der Faden gerissen. Ja, das ist meine liebenswerte Frau und meine liebenswerte Tochter. Und die zwei sind zufälligerweise auch hier. Keine Ahnung warum. Ich weiß nicht, was die hier machen. Ein Tipp für euch alle. Guck mal hier. Die weltschönsten Bikinis. Es gibt auf dem gesamten Markt keine schönere Pose-Bikinis. Und vor allem, es gibt keine Bikinis, die mit mehr Liebe gemacht sind, wie die von meiner Frau. Und das ist mit 100%iger Garantie von mir. Ich würde niemals lügen. Nie. Der letzte im Bunde in dieser Klasse über 50 mit der Nummer 74, Andreas Trienbacher. Und
Nummer 3, den an Nummer 74 Andreas Kimbacher. Anstrengend wie immer. Anstrengend wie immer, aber ja, ist irgendwie doch easy, weil ich dafür den Kopf fit nicht gehabt habe, ich muss jetzt vorne mitspielen. Ich muss ganz vorne mitspielen, sondern einfach mitmachen, Spaß dabei haben. Was mir gefehlt hat, war die Posenkür. Denn das finde ich richtig schade, dass es die nicht mehr gibt. Posenkür, kennt ihr nicht? Ja, ihr seid noch zu jung. Posenkür heißt, die Jungs müssen normalerweise 60 Sekunden, 60 war früher, oder? Ja. 60 Sekunden sich präsentieren nach Musik. Und das war hier leider nicht mehr. Aber egal. Ich war dabei. Ich habe auch einen einen dritten Platz bei den Männern Body, wo ich überhaupt nicht hingehöre. Hat mir schon mal geschnappt. Und somit einen neuen fürs Regal. Weil ich ja so wenig habe, gibt es jetzt einen neuen dazu. Ob das der letzte bleibt, weiß ich noch nicht. Weiß ich nicht. Ja. 18.15 Uhr.